und herzlich willkommen zurück hier zum EM-Orakel. Unsere Partie Portugal, gespielt von Pascal, aka auch Teppichficker. Hey. Wird gespielt eben und Österreich wird in Form von Tobias gespielt. Moin. Und Thomas ist auch mit am Start. Der Tomadon, wie immer. Genau. Ja, Portugal gegen Österreich ist die Begegnung, dann drückt beide mal auf, okay. Und ich werde jetzt noch eine schöne Waffel essen. Meine Mutter hat nämlich heute gebacken. Es gibt nichts Besseres als Waffeln und Kaffee. Ja. Ronaldo! Nein! Ach, so kann ich nicht. Wenn ich euch einen Tipp geben würde, Portugal spielt im klassischen 4-3-3 und Österreich spielt im 4-2-3-1. Naja, Chris, ich habe mir übrigens, Entschuldigung, wir haben mir übrigens mit den Waffeln einen kleinen Scherz erlaubt. Alter, jetzt kommt's. Ich hab da einfach mal einen Nasenblock angehalten. Alter, ehrlich jetzt. Naja, aber immerhin ist es nicht so schlimm wie Vicky, die ja wirklich ständig irgendwie Schluss macht. Jedes Mal, wenn sie eine Idee braucht. Wer? Vicky? Ja, das ist Vicky. Vicky, hey, Vicky und die Spackenmänner? So. Hab ich nie geschaut. Alter, du kennst Vicky nicht? Nee. Ey, das war damals Heldin hoch 30 bei mir. Also, ich ja, hab. Ich aber auch frei. Ich hab ja wirklich viele meiner Kindheit verpasst, aber selbst Vicky kenne ich. Und ich hab das geliebt. Ja, boah, das fällt mir ich kenne Vicky, aber ich hab's nie geschaut. Danke, dass ihr mich auf eine Idee gebracht habt. Mich sind das richtig geiles Lied. Das haben die wirklich kurz vor Schluss. Ja, kurz vor Schluss. Kurz vor irgendwas. So, jetzt läuft gerade die Europameisterschaft live. Türkei gegen Kroatien und da steht noch 0-0. Meine Türken! Ich drück euch die Daumen. Ernsthaft. Ich sag euch, Türkei kommt ins Viertelfinale. Nein. Ich wette darauf. Nein. 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 Doch. Ja, nein. Viel zu gute Mannschaften. Deutschland. Ja. Ja, aber trotzdem, ich wette darauf, wenn nicht sogar Achtelfinale und mit einem guten Losglück dann im Achtelfinale, weil in der Gruppe mit Spanien, Tschechien und, jetzt muss ich nochmal selbst überlegen, Spanien, Tschechien und, wer spielt denn da jetzt nochmal? Ach ja, und Kroatien, ja halt, beziehungsweise ja bei FIFA Dänemark, ganz ehrlich, Türkei hat gute Chancen und sie spielen ja gerade gegen Kroatien und wenn sie gewinnen, werden sie auf jeden Fall auch, und das glaube ich, auch gegen Tschechien gewinnen. Und wenn sie gegen Tschechien gewinnen und gegen Spanien verlieren, haben sie 6 Punkte. Also, ja. Das ist meine Prognose einfach mal. So, da sehen wir die beiden Aufstellungen. Und mal sehen, ob Pascal jetzt besser spielt. Ja. Das ist die zweite Begegnung bei der vierten Aufnahmesession. Aber er hat Ronaldo. Check-ins. Und ich werde ein paar schöne Videos machen. Ah, da ist ja der angesprochene CR7 gewesen. Aha.
Da ist er, CR7. Also Tobias ist ein guter Spieler, aber ich glaube, gegen einen Ronaldo und mit schnellen Spielern aus portugiesischer Sicht wird es wirklich schwer. Und man wäre dann, war das gerade eben eigentlich schnell aus? Nein! Was war das denn gerade, Pascal? Hey, ich wollte ein Kopfballtor machen. Oh nein! Doch! Also das wäre ganz schlecht. Ernsthaft? Ja, das ist der Kaffee. Der Kaffee! Der gute alte Stock. Oh, ich hab mal jetzt italienischen Espresso probiert, ne? So richtig frisch aus eigener Röstung und so. Mhm. Oh, das ist ein Traum. Schön. Warum komme ich jetzt gerade? Das wäre eigentlich auch. Also ich kann ja mal schauen, wie spielt denn Türkei gegen Kroatien? Wir schauen ja das Spiel jetzt nicht gleich, weil wir... Hey, der war schon im Aus. Also bei Türkei spielt Babacan, Hakan Kadibalta, Gökhan Gündoğan, Mehmet Topal und Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu, Selçuk İnan, Arda Turan, Özyakup, Tufan und Tosun. Also die Standardaufstellung. Richtig, und bei Kroatien spielt Basic, Vidas, Rinner, Korlukas, Drinic, Perisic, Rakitic, Modric, Brozovic, Badeji und Mandžukić. Mandžukić, der ehemalige Bayern-Stürmer. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so mal nebenbei einwerfe, aber irgendwie, ne? Ja. Haben die alle mit S mit ihrem Itch oder mit ihrem Pitch? Ja, das stimmt. Also das sieht man ja bei vielen. Zum Beispiel bei Polen ist es so, da endet vieles auf Ski. Jaschikowski, Lewandowski, Podolski. Stimmt. Aber ist halt, spielt ja für Deutschland, aber da hast du recht. Trotzdem. Aber er ist ja auch Pole. Bei Russland ist es meistens ein Ypsilon. Und bei Kroatien, wie du gerade gesagt hast, ist es eben so ein Witsch. Witsch, Itch. Ja. Bei den. Ich würde sagen, bei den Russen ist so ein Ski und so auch nicht gerade wirklich unüblich. Ja. Das stimmt. Also, das ist sehr, sehr, oh, sehr, oh, sehr. Oh, oh, oh. Das ist alles sehr, sehr komisch. Aber Hände spitzen, Alter. Was mir aufgefallen ist, auch viel bei Portugal, Spanien und Frankreich sind sehr viele Exorder Views und Exorder Graves mit bei. Ja. Sehr, sehr viele, egal ob es der Vor- oder Nachname ist. Was verhält uns dieser Blick? Anstrengung und Nutzen verlieren. Aber ich kann dir sagen, die kommen schon wieder das Wandern an. Ohne Scheiß, immer wieder so rüber. Was verraten wir uns? Diese oben verraten. Da sind ja mal gar nichts. Ich hab zu lange abgeschmückt. Lauf, 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 lauf! Ich hab übrigens noch eine kleine, nebenbei eine kleine Frage. Hattest du das bei deinem Hintergrund? Wohin? Hier noch so ein kleiner Aufkleber war mit der E-Mail-Nummer und so? Nee. Bei mir war der drauf. Oder hier war der drauf. Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht habe ich den dir dann abgebracht. Ich kann ihn jetzt um uns nicht erinnern. Ja, also mit Gerätenummer und allem, ne, drauf. Ja. Obwohl das ja hier alles mit draufsteht, wie ich sehe. Hinten auf dem Glas. Ne, über letzte Reihe CE-Zeichen. Ja. Tipps, was tippt ihr bei dieser Begegnung? Portugal, ganz klar. Portugal 3-1. 3-1 so deutlich? Ja! Ja! Oh. Ja! Schönes Kopfballtor! Und dann. Ah! Da muss ich Tobias geschlagen sehen. Also bei diesen Schnellspielern, da ist es auch schwer, muss ich ja. Zu geben. Es wäre auch für mich schwer, wenn ich mit unkrankigen Spiel. Schön. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt. Nein, Ronaldo. Was? Das waren die Finale. Ja, aber Ronaldo hat die Kamera angesehen. Achso. Ja. Achso, ja. Da ja, Ronaldo ist halt an jedem Tor beteiligt. Ob Flanke oder ob er es selber macht. So, ich setze ihn mal schön auf meinen Boden. Aber ich weiß, dass ihr mich alle hört. So, weil jetzt werde ich die Tipps aufschreiben. Da kommt Junusovic. Nein! Daneben! Ich sag 2-1
Portugal. Das wird doch ein bisschen knapper. So, warte, gegen wen spiele ich nochmal? Österreich. Ja doch, dann 3-1. 2-1 tippt erstmal. Thomas, du sagst 3-1, Pascal. Ja. Nein! Die Österreicher sind nicht zu verschätzen. Halt die Klappe, Thomas. Lass mich meinen Tipp doch so einfach abgeben. Es geht ja auch um ein bisschen Spaß mit dabei, oder? Ah, oh, Junge, warum blockierst du mich da? Tobias, Mensch, lass mich doch. Weil ich kann keine Aussage. Das ist Jusovic. Angeschnitten, das hat man gesehen, der war leicht angeschnitten. Schöner Fall. Ey, das gibt's doch nicht. Er ist einfach nicht mehr in der Materie drin. Ey, ich bin so weit vor, Lord, das gibt's nicht. Ach komm, einfach. Ey, lass mich mit Ronaldo da durch. Ach, geil, ey. Das ist scheiße, ey. Das ist doch Feier, ich so, ey. Geiles Tor. Geiles Tor, Tobi, ernsthaft. Bauer! Nix da. Hä? Das ist falsch, das. Warum? Das ist ungewohnt. Hey, ich hab gar nichts gemacht, ich bin nur gegen ihn gelatscht. Aber so richtig sanft, weißt du, so auf. So hat er. Seine Lache, Alter! Du willst es nicht anders, oder? Gut, machen wir jetzt einfach mal auf Sturm. Oh, Pascal, ich liebe es, ey. Also ich habe jetzt die Tipps von Pascal und von Thomas. Tobias, das ist eine Realität. Voll geil. Ey, wenn ich... Alter! Ey, ich bin nie wieder, ey. Na komm schon. Nee, das ist so beschissen. Oh. Wir werden ihn gerade richtig hart nehmen, ne? Alter, komm mit PS2 wieder. Ich muss FIFA üben. Oder hast du FIFA? Geil, nee, FIFA für PS3 hast du. Ich hab auch nur PS2-Teile. Hast keinen Grund gehabt, so geht das. Groß. FIFA 16 für die 3 wäre eigentlich geil. Jetzt ist er frustriert, jetzt fault er. Und da ist wieder die Lücke. Tobias, was ist wieder jetzt? Achso, 2-0, dann habe ich nicht zugehört. Sorry. Nächste. Also. Och Gott, ich glaube das gar nicht. Maga, was? Was sind da muss doch richtig besch. Hä, was ist denn jetzt los? Achso. Ich hab grad nicht hingeschaut. Ja, ich auch nicht. Ja, jetzt hört ihr meinen Tipp, liebe Zuschauer. Also Portugal finde ich, auch wenn es natürlich hier was anderes sagt, ist aber natürlich der Favorit. In Österreich, denke ich, wird sich aber auch nicht kampflos aufgeben und ich schließe mich Thomas Tipp an und sage auch 2-1. Haben wir eigentlich jemals in die Medien getippt? Ja, ich hab's schon, glaub ich, mein. Ich hab's schon 1, 2, 3, 4, 5 Mal ein Remis gezippt. Ging es bis jetzt auf? Was? Nö, das sind ja noch nicht so viele Spiele. Spiel ihr macht. Also, und jetzt mal, liebe Zuschauer, wenn ihr auch mit Pascal mitfühlt und auch denkt, Mensch, der arme Junge, der arme, arme Junge, dann darf geht er in Führung. Nein! Was, nein? Nee, Freispruch. Aber das war hart an der Grenze. Oh, das ist ehrlich.
Ja. Wenn ihr für Passi mitfühlt, dann postet den Punkt an, dieser Punkt steht dann für ein 10. Halt die Fresse, Alter. Nein, viel besser. Dann schreibt Hashtag, Passig. Schreibt Hashtag Passig unten in die Kommentare. Ja, ja. Leute, zu meiner Verteidigung, ich bin einfach im Moment zu schlecht, weil letzten Dienstag, also wir haben jetzt Sonntag, letzten Dienstag habe ich mir Fallout 3 für meine PlayStation 3 gekauft. Also, und du die Zuschauer langweilen, du wiederholst dich. Das habe ich halt wirklich hart gesuchtet. Also dadurch habe ich Augenringe bekommen. Hart. Und deswegen bin ich im Moment bei FIFA so ein bisschen raus. Das kommt aber wieder, das weiß ich. Ja, du bist auch ein guter Spieler. Naja, so halt, ne? Ach komm. Also immerhin. Oh nö! Immerhin steht es nicht zu null. Ja, das stimmt. Naja, aber das kann mir jetzt sehr schnell werden. Oh Junge, was machst du für Tore? Oh Gott, Digga, Alter. Ich bin hier. Guck mal. Das kann ich nicht. Kannst du mal bitte abkürzen? Ja, und hier seht ihr auch wieder viele Tore. Stimmt ab, welches Tor ihr doch an diesem Spieltag am schönsten fandet. Das ist der zweite Spieltag. Da ist Ronaldo, da dribbelt er. Da ist Dani, der Torschütze. Zum 1-0 ist immer noch am Ball. Versucht zu flanken, Eliseo. Und es gibt was jetzt schon den wieder? Freistoß für dich. Ich kann eh keinen Freistoß. Dann passt den doch einfach. Oh. Ja. Hast du eine Drehung zu viel gemacht? Ja, hab ich gesehen. Zack. Oh Junge! So, und während die beiden sich hier ein bisschen aufregen oder so, werde ich mal ein paar Statistiken nennen. Zu dieser Begegnung natürlich die Statistik gegeneinander. Portugal-Österreich, es gab 9 Aufeinandertreffen, 2 Siege Portugal, 3 Siege Österreich. Was? Und 4 Remis. Aber da muss man auch sagen, die letzte Begegnungen gab es 1996. Noch vor meiner Geburt, also. Also in meinem Geburtsjahr. Ja. Und da war ich ein Jahr alt. Und das war bei der EM-Quali halt. Und da hat Portugal 1-0 im Hinspiel gewonnen und ja! Ja! Schön mit dem Pfosten, Mann! Schön. Geht doch! Und im Rückspiel war es ein 1-1 in Österreich. Also, in dem Sinne ist Österreich von der Statistik her vielleicht der überlegenere Gegner, aber ich denke, von den eindeutigen Spielern her und von der Spielerklasse her ist natürlich Portugal der Favorit. Und ich muss sagen, es ist eine sehr torreiche Begegnung. Ja. Hatten wir schon mal so eine torreiche Begegnung, natürlich, wenn es einen Kantersieg für mich gibt, jetzt ausgenommen. 6-0, was wir gerade eben gemacht haben. Bitte. Nee, aber ich meine zum Beispiel, dass zwei von euch richtig viele Tore erzielen. Nee, das hatten wir so weit. Oh nein! Ja, ich wollte da rüberflanken, aber nicht dahin. Witzig wäre es, wenn wir jetzt doch zwei Tore schießen und dann steht es 4-4. Ja. Ich geb mein Bestes. Und wir sind Unterzahl auch noch, das wäre so witzig daran. Das Gute ist jetzt in dem Sinne, er hat schnelle Spieler und da ist Ronaldo. Ah, da war er aber. Ja, ja. Da war es sehr eng. So wie Pascals Arschloch. Ja, ja, Tobi! Geht doch. Tobi! Nein? Ja. Nein? Ja. Ja? Ronaldo. Nein. Nein, ja, 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 nein, ja, nein, nein, also, nein, ja. Das geht jetzt gerade nicht auf Eier. Das ist ja nein. Ja, what? Ja, ich hab doch noch gefoult, ich weiß. Gelb für William Carvalho. Ja, das waren die Statistiken und ich kann mal so ein bisschen auf... Lol, ich bekomme noch einen Freistoß. Ich hab grad nicht drauf geachtet. Ja, ich auch nicht. Ich hatte mich auch. Ja? Ich sag doch die. Oh, der war zu weit. Ja, 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 ja,
Das sind wir immer, wenn wir zu viert hier sind. Ja. Nicht nur, wenn wir zu viert sind. Alaba? Alaba? Nein! Alaba hat einen guten Längsfuß. Habe ich schon gemerkt, danke. Ja, aber wenn man das so nimmt, ganz ehrlich, wir sind bitte, was irgendwie denn, bitte? Bekloppt in der Richtung, naja. Hä? Wir sind auch bekloppt in der Richtung, Ja. Ja, nein, ja, ja. Oh, nein, ja! Ja, was? Nein, ja, nein. Ja. Oh, nein. Oh, nein! Ja! Nein, ja, nein, ja, ja. Oh, ja, jetzt geht das echt. Ja, 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 ja. Also ganz ehrlich, wenn wir aufeinander hocken, benehmen wir uns manchmal, als wären wir auf Kurs. Nee. Woher willst du das wissen? Es fühlt sich, soll ich was sagen, es fühlt sich so an, in dem Sinne, wenn wir aufeinandertreffen, als ob wir uns 1000 Tage nicht gesehen hätten, in dem Sinne, und einfach abgedreht sind. Ja, ja, aber ganz ehrlich, ja, ich finde das aber auch immer wieder schön, wenn wir uns wieder treffen, weil das ist leicht herzlich. Also jetzt nicht herzlich zu dir. Mann, wir sind eine Familie, da ist sowas immer herzlich. Wir sind eine. Boah! Oh, das war eine schöne Flanke, boah. Ja. Das war genau. Schön und gefährlich. Ja. Für mich. Ey, so true. Wie war das noch? Bedrohe nie Teil deiner Familie. Oh, Nani? Nani? Ja, das zu viel rumgetänzelt. Ja, weiß so. Ich. Und dann weiß war Österreich auch wieder geordnet, aber Nani ist immer noch am. Jetzt nicht mehr, leider. Das war mir klar, weil die haben ja? Nein. Gut gestanden. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ja. 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 Kennt ihr den Kommentar? Kennt ihr den Kommentar? Ich weiß nicht, ob den, ob es den noch bei FIFA 16 gibt. Ich glaube nicht, aber bei FIFA 15. Ja. Oh, Junge, das ist seine, ich dreh halb durch und bin auf Kurzsprache. Oh. Nein. Schieß! Ah, oh, dieser Fuck-Torwart. Fuck-Torwart. Wo ist mein Kugelschabbel? Weiß das jemand? Nein. Wo ist mein Kugelschabbel nicht? Ich hab den weggebankt. Oh Junge, schon wieder dieser Fuck-Torwart. Bang, 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 bang. Ich sage bang. Bang. Okay, jetzt reicht's dann. Mann, machen wir es halt so. Ja, Kritz hat eine Ecke, ist mir egal, die kann ich besser aufhalten. Halt die Fresse, Mann. Komm, immer noch ein Beat dazu. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Ich hab selten so was Beklopptes wie uns gesehen. Also, also passt der WhatsApp-Gruppenname doch, Orga der Bekloppten. Ja, wenn ihr beitreten wollt, einfach mal nach Thomas schauen. Ne, wer ist eigentlich Kopf der Gruppe? Gruppenadmin hat Anchen. Achso. Aber ich hab den Namen geändert. Und ich das Bild. Stimmt. Oh. Torwart, oh, ja! Ich bin aber auch schon die ganze Zeit mit Anchen am Verhandeln, dass sie mir die Gruppe gibt. Das ist der Kugelschreiber. Ich saß auf dem Kugelschreiber. Wie? Jetzt ist der schön warm. Wie? Ich bin die ganze Zeit schon mit Anchen am Hin und Her diskutieren, dass sie mir die Gruppe, den Gruppenadmin übergibt. Okay. Wenn dann schon mir, ja? Ne, wenn dann mir. Wenn dann ihr mir. Beide seid schon bekloppter als ich. Ganz ehrlich, aber was Gruppenorga angeht, geht das. Ich habe 2 Software-Teams geleitet. Ja, okay. Oh. Aber nicht dem hier neben mir. Nein, Pascal. Oh, oh, jetzt wein doch nicht. Oh. Wein doch nicht, kleine F. F? Freischluss hast du. Achso. Alles gut, Pascal. Na, no, du hast jetzt einen schnellen Freistoß, so ist es gefühlt. Höh, nein! Oh, ich glaube, das Spiel ist entschieden. Oh, oder jetzt noch ein Konter. Nein. Oh, oh, oh! Ja! Oh, wir sind lange hoch in so fucking Mutte! Ich glaube, das musst du auspiepsen. Ey, selbst! Alter, ey, das ist extra mal zum Nachrichten.
Oh, ich bin selbst gegen Tobias so scheiße schlecht. Es gibt noch mal ins Grab reintreten. Das Grab? Ja, in das Grab, was er sich geschaukelt hat. Das stimmt. Guck mal, da hast du Ronaldo, kannst nicht mehr machen. Also, Spiel zu Ende, Pascal, geht mit meinem Controller machen. Ich also, glaube, entweder der Controller oder der Fernseher überlebt den heutigen Tag nicht. Ja, sonst kann Pascal mir alles schön ersetzen. Ich glaube, Thomas überlebt nicht, denn wir beenden hier die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat die Begegnung Spaß gemacht. Ja, ja. Wie uns. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Gleich gibt es erstmal schöne Hintergrundvideos, bestimmt wieder, weil Pascal wird hier gerade verhauen von Thomas. Jetzt gleich schauen wir erstmal hier einen schönen Fight zu. Ja, bis dahin. Schön. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach ja, nur mal so beim zum Hinterher. Das ja. War der zweite Spieltag und stimmt ab, welches Tor fandet ihr an diesem Spieltag am schönsten? Bis dahin. Tschüss.